eine Regierung ohne die Union ist natürlich vorstellbar. Das hat es auch schon gegeben. Es ist dennoch erstaunlich, dass Armin Laschet und die Unionsparteien einen doch einigermaßen großen Vorsprung in so kurzer Zeit verspielt haben. Noch zu Beginn des Jahres waren die Unionsparteien etwa bei 36%. Jetzt liegen sie bei 22 ungefähr. Die Union hat in den überwiegenden Regierungen, in den Bundesregierungen Deutschlands seit dem Krieg mitregiert. Jetzt sieht es so aus, als könnten sie auch mal rausfliegen. Erinnern wir uns kurz an die letzte Bundestagswahl 2017. Da hat es sehr lange gedauert, ich glaube über 170 Tage, bis eine neue Regierung angelobt werden konnte. Der Grund war, dass die SPD eigentlich nicht mehr in eine große Koalition wollte. Diese No-GroKo, also Nein zur großen Koalitionsbewegung, war sehr stark innerhalb der SPD. Und die SPD sieht jetzt natürlich, wenn sie Erste wird, eine große Chance, eine andere Regierung zu bilden. Eine Dreierkoalition unter ihrer Führung, was sie auch innerhalb einer Regierung mächtiger machen würde, als wenn sie etwa mit den Unionsparteien in eine Koalition geht und allenfalls noch mit einer dritten Partei. Wenn es so ausgeht, wie es die Umfragen sagen, dann würde die SPD wohl den Kanzler stellen, mit Olaf Scholz. Am liebsten würde sie mit den Grünen regieren. Und dann ist die Frage, wer kommt noch dazu? Das könnte die FDP sein. Das könnte natürlich auch immer noch die Union sein. Eher unwahrscheinlich, glaube ich, ist es, dass sie mit den Linken eine Koalition macht. Das ist doch einigermaßen umstritten, einigermaßen instabil. Die außenpolitischen Haltungen der Linken sind eigentlich nicht koalitionstauglich. Zunächst muss man sagen, dass Deutschland immer noch ein wunderbar stabiles, demokratisches Land ist und dass auch die Gefahr, die es vor einigen Jahren gab, deutlicher gab, dass eine rechtsnationalistische, zum Teil rechtsextremistische Partei wie die AfD groß wird, gebannt scheint. Die sind so um die 10% und keiner wird mit dieser Partei koalieren. Insofern, egal welche Koalition wir bekommen, es wird eine Mitte-Koalition sein. Was das für Europa bedeutet, ist ein bisschen schwierig zu sagen, denn das Thema Europa war eigentlich kein wichtiges Thema im Wahlkampf. Es gab keine großen Ansagen. Und wenn wir sehen, wie schwer sich die EU im Moment zum Beispiel tut in dem Konflikt Australien-Frankreich, wo Australien einen Pakt geschlossen hat mit den USA und dem Vereinigten Königreich und Frankreich rausgedrängt hat und damit auch die EU außen vor ist, dann sehen wir, wie wichtig das wäre, dass die EU mit einer Stimme spricht und geschlossener agieren würde. Nichts sieht danach aus im Moment, dass die deutsche Wahl daran irgendetwas ändern könnte. Persönlich glaube ich, wahrscheinlich wäre eine EU-Kommissionspräsidentin Angela Merkel beim nächsten Mal ein frommer Wunsch von mir.